So, da sind wir wieder. Wir hatten ja letztens einen fetten Kampf hinter uns. Sind wir alle geheilt? Ich muss mir direkt gucken. Das war halt unglaublich schlimm, gegen das Monster zu kämpfen. Ich hoffe, das hat ihr doch gespeichert. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder nochmal dagegen anzukämpfen. Aber sollte ja funktionieren, ne? Nö. Ich muss aber auch definitiv trainieren, du. Oh, da liegt was. Okay, wir müssen jetzt nach rechts. Und dann... hier hoch gleich, ne? Noch nicht hier, sondern... hier. So, wir haben es ja besiegt. Sollte nicht mehr da sein. Ja. Sieht gut aus. So. Mit dir haben wir schon gesprochen. Ha, wow, da, na, 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 killed. Oh, nochmal. Ist das ein Bug? Warte, ich guck mal, ob ich generell die ganze Zeit schon vielleicht bekomme. Ne, ich glaube nicht. So, was für ein Monster ist das? Haben wir schon. Rangos, aber wir bekämpfen das mal trotzdem. Level 4. Ich wünschte, man könnte sehen, was effektiv dagegen ist. Ich probiere aber mal das hier. Perfekt. So. Sehr gut. Blubberbauch. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt erstmal hoch. Oh, ich... obwohl, die können wir doch... ja, oder, oder? Bleib da, bleib da, bleib da. Ich kriege dich, ich kriege dich. Das sind sogar noch zwei. Hallo. Auf welchem Level bist du? Auf welchem Level bist du? Vulter. Scavenger. Rangos, Level 5. Packt. Wir haben noch drei. Wir sollten mal ein paar sammeln. Sehr gut. Und ab auf den Hof mit dir. Sehr gut. Haben wir jetzt schon mal eins gefangen. Es ist direkt Tag geworden. Man erkennt schon manchmal gar nicht den Übergang. Das passiert manchmal so schnell. So, wir bekämpfen dich auch mal. Wir wollen ja... wir wollen ja, ne? Relativ... der ist ein bisschen tanky. Uiuiui. Wir wollen ja relativ... ihr wisst schon, ne? Gut gelevelt sein. Oh, sehr gut. Sehr schön. Und dann hoch. Bist du auch ein starker wie letzte Mal, oder? Ein... okay, ja, Botos. Rangos, du bist Level 7. Okay, geht klar. Bumm. Noch zweimal und dann ist das gegessen. Das hat ordentlich Schaden gemacht, du. Und bam. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt sind wir hier, ne? Ja, Reich der Humanisten war das, genau. Aber ich guck mal noch kurz, ob hier was ist, ne? Nichts übersehen, Freunde. Und diese ganzen X irritieren mich hier ein bisschen. Schon ist hier irgendwann was. So, sonst ist hier nichts, wie es scheint. Ja, ich habe auch gelesen im Internet. Oh, hier sind Grabsteine. Dass generell das Spiel relativ schlecht darin ist, ne? Also die Welt ist halt relativ schlecht designt. Was ich manchmal, wo ich manchmal zustimmen kann. Und generell auch die grafische Oberfläche nicht unbedingt immer direkt erkennbar ist. Aber nichtsdestotrotz macht mir das Spiel relativ Spaß. Hallo. Und ich bin froh, dass es so ein Spiel existiert. Leider ist es halt in meinen Augen bis jetzt, ich habe jetzt nicht so viel gezockt, ne? Zu sehr kritisiert worden, was ich schade finde. Das ist gerade. Sehr gut. Wir wurden besiegt. Krass. Das Spiel wurde sehr stark kritisiert. Was ich schade finde. Weil so viel Kritik hat das Spiel nicht verdient. Und viele haben von... wow. Viele haben von Bugs gesprochen, die ich gar nicht hier sehe. Oh, es gibt einen Bug, wo ich immer im Fenstermodus starte und das machen muss, aber ne? Die meiste Zählerin, natürlich bin ich das. Aber ehrlich gesagt bin ich gerade ziemlich wütend. Dieses Land, besonders diese Provinz, hat eine Menge Feindseligkeiten erlebt. Aber wenigstens konnte man sich bis vor kurzem am Stadtrand erholen und die kühle Meeresbrise genießen, ehe dieses fette Nautilus an Land gekrochen ist. Direkt außerhalb der Stadt findest du ein fettes Nautilus. Es ist das größte Exemplar, das ich je gesehen habe. Die kleinen Vertreter der Art können nerven, aber dieses Nautilus ist schlicht und ergreifend eine Bedrohung. Und ich will endlich ein bisschen aufs Meer blicken können. Jedenfalls steht man als Meisterzähmerin unter einem gewissen Druck. Man soll
nur dann handeln, wenn tatsächlich Gefahr besteht. Aber da das Nautilus eben nicht mehr als ein Ärgernis ist, kann ich es nicht selbst erledigen. Begib dich in den Bereich nördlich der Stadt und schalte dieses Nautilus aus. Ich fange es doch. Dann können wir einen ordnungsgemäßen Meisterkampf bestreiten. Ich zertifiziere dich dann als Zähmer der Stufe 3, aber zuerst musst du mir aushelfen. Okay. Oh. Wow, ist das deren Ernst? Drohne mitten auf dem Feld? So, ne? Auf in der Stadt? Komisch. Hallo, mein Kind. Oh, du hast ein Geschenk für mich. Oh, das ist ja wunderschön. Oder das ist wunderschön. Vielen Dank. Wie heißt du? Woher kamst du noch gleich? Für einen so jungen Mann ist das eine ganz schön weite Reise. Moment, du kommst vom Hof in der Windprovinz? Komm doch bitte etwas näher. Schelle. Tolu, du bist Isaacs Boy, oder? Isaacs Junge. Welch Glück, dass es meinem alten Freund gut geht. Und er hat dich diese wunderschöne Perle überbringen lassen. Tolu, kannst du im Schloss auf mich warten? Ich möchte nach der Feier noch etwas mit dir reden. Danke. Ich werde jetzt von der Dame mitgenommen. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, was mich hier erwartet. Sorry, das dauert ja überragend spannend. Huch, was treibt dein Vater so? Ist er gut? Trainiert er noch? Fragen über Fragen, aber ich bin einfach neugierig. Schön, dass er hart arbeitet und gesund ist. Ich hätte nie gedacht, dass Isaacs Junge ein Monsterzähmer wird. Ich habe ein Geschenk für dich. Wow, ich krieg einen der Viecher? Meryl, möchtest du Isaac kennenlernen? Krieg ich die Tochter da? Ich will einfach nur die Monster hinter ihr haben. Isaac liebend gerne. Wir zwei werden dich zum Hof zurückbegleiten. Ich bestehe darauf. Es ist so lange her, dass ich etwas von Isaac gehört habe. Früher waren wir zwei unzertrennlich. Ach, du wusstest gar nicht, dass dein Vater mit einem König befreundet ist? Wie viel weißt du denn? Damals während der Rebellion war Isaac die Verkörperung mutigen Handelns. Damit meine ich das Volk. Hatten genug, rissen die alte Welt nieder und wagten danach den Neuanfang. Dein Vater spielte bei diesem Kampf eine Schlüsselrolle. Ohne ihn hätte uns vielleicht der Mut verlassen. Und natürlich war da auch noch Mao. Von uns Vieren besaßen vor allem Isaac und Mao den Mut, eine neue Welt zu erschaffen. Isaac hätte ein König werden können, weißt du? Vermutlich hat ihn Herrschaft nie sonderlich interessiert. Er wollte immer nur ein ruhiges Leben führen, ohne die Launen der alten Könige fürchten zu müssen. Oh, cool. Cooler Vater. Es überrascht mich, dass du so wenig über unsere Geschichte weißt. Umso mehr, da du Isaacs Kind bist. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe einfach keine Ahnung, ne? Wohin tuckern wir denn gerade denn hin? Hierhin also. Wo ist er? Hallo, du bist zurück, Gott sei Dank. Ach, wir sind wieder im Dorf. Der Vater ist verschwunden. Oh nein. Ich habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen und letzte Nacht ist er nicht nach Hause gekommen. Wir werden nach ihm suchen. Hallo, nimm dein Monster und durchkämme den widerspenstigen Wald im Norden. Ich suche die Straße ab. Oh, Meryl, leist du Tolu das Kanu, damit er zum Wald gelangen kann? Jawohl. Kanu erhalten. Der widerspenstige Wald ist seit jeher ein gefährlicher Ort. Er könnte gefallen sein, sich verirrt haben oder von Monstern in die Enge getrieben worden sein. Ich vertraue auf dein Können in Sachen Monsterzähmung. Wenn er im Wald ist, findest du ihn. Da bin ich mir sicher. Kanu freigeschaltet. Drücke LB, um zwischen den X zugewiesenen Fertigkeiten umzuschalten. LB, okay. Du kannst zwischen dem Kanu und Rennen wechseln. Später erhältst du vielleicht weitere Fertigkeiten. Du kannst das Kanu an roten Bootsteg fassen, um auf diese Weise neue Bereiche zu entdecken. Erreichen. Halte Ausschau nach dem roten Bootsteg in der Nähe des Hofes. Du willst auch in der Nähe des Wassers dann sein, oder? Irgendwo, wenn wir ein Kanu haben. Hier ist kein roter Steg.
Okay, das ist einfach nur ein Teich, ne? Gucken wir mal hier im Süden. Da arbeitet unser Vieh noch. Hm, okay. Aber sind denn unsere Monster geheilt? Nö. Nun, dann gucken wir mal, wo wir lang können. Wenn wir schon hier nicht lang können, dann muss es auch einen anderen Weg geben. Irgendwo muss doch das Ufer sein. Roter Steg. Roter Steg. Junge, wo ist denn ein roter Steg? Warte. So. Um zu Hause aus geht's ja schlecht. Und dann hoffentlich geht's einfach da gut. Toll. Jetzt muss ich den roten Steg irgendwo finden. So, und jetzt? Nee. Okay. Roter Steg. Ja, mein Kanu, aber wo am besten benutzen? Weil wir können nicht so woanders hin, weißt du? Wir können ja nur diesen Fluss dort entlang anscheinend. Oder muss ich fliegen? Hier. Hier geht's ja nicht lang. Ne? Ich guck nochmal sicherheitshalber nach. Hier auch nicht, ne? Alles überprüfen. Nichts sollte unangetastet bleiben. So. Okay. Jetzt verstehe ich, was die Spiele meinen mit unübersichtlich. Oder die, ne, Bewertungen. Liegen. In den Norden unseres Zuhauses. Da, oder? Unser Hof. Ja, okay, wir müssen irgendwie... Naja. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich zu unserem Hof. Scheiße, nochmal. Warte, ne, wenn wir schon mal hier sind. Warte. Heilen wir uns mal direkt. Da. Dankeschön, und dann jetzt. Hier links war doch einer, ne? Genau. So, unser Hof. Jetzt hier lang? Papa hatte ich schon noch nicht fertig. Okay. Wo ist da ein roter Steg? Es muss doch theoretisch. Ne? Nein. Es geht nicht. Nee. Warte, ich guck mal jetzt nach. Also, das können die doch nicht ernst meinen. Das ist das Einzige, was mit Wasser hier verbunden ist. Monster Claw. So, gucken wir mal. Weil das könnt ihr ernsthaft nicht... Ne, das könnt ihr nicht ernst meinen. Jetzt mal ohne Flachs. So, gucken wir mal. So, einen Moment. Da waren wir schon. So, nochmal weiter. So, wohin meinen die denn jetzt? Alter, der hat schon starke Monster. Oder einige starke Monster. So. Ja, Kollege, ich... Ja? So, wohin geht der jetzt? Oh, warte. Man kann da durch anscheinend. Okay.
Nicht verzagen, Tolu. Wir finden ihn ganz sicher. Nimm die Straße nach Mühlingen im Norden, stößt. Ah! Bist dort dein Kahn. Junge, sag das doch früher! Meine Güte. Richtung Mühlingen, in den Norden. Roter Steg. Zack. Dass man das nicht vorher weiß, weißt du? Ups. Ja, ja, Drangus, komm. Und bumm. Sehr schön. Sehr gut. Ich habe nicht, keine Ahnung, was ich gedrückt habe. Ja, das ist das rote Stück. Meine Güte. Du hast einen roten Bootstück gefunden. Drücke LB, um das Kanal zu wählen. Drücke dann X, um auf der Suche nach deinem Vater den Fluss zu überqueren. Ach, so funktioniert das. Okay, man kann es nur in eine Richtung benutzen. Ich konnte nichts besteuern gerade. Ist automatisch nach vorne geschwommen. Wir gucken erstmal hier nach. Wählen was Interessantes finden. Ja, Aloeblatt. Genau. Aber das, jetzt finde ich das nicht mal so schlecht. Und man muss. Es wäre nur schlauer gewesen, wenn man irgendwie weiß, wo man hin müsste. Da hätte man das viel, viel besser machen können. Oh, hallo. Du bist doch bestimmt stark genug, um jetzt zu leveln hier, ne? Tedon! Drangus? Level 7. Guck dir mal an. Bup. Stark. Schwach. Sehr gut. Eine Tasche. Sehr gut. Alles hier überprüfen. Ja, mei. Okay. So. Dann schauen wir mal. Oh, hallo? Eine Tasche heißt das, ne? Es ist ein weibliches Jungro mit zwei Jungen. Eines der Jungen ist krank und sie blicken dich erschrocken und verzweifelt an. Hallo, ihr geben, ja. Okay, und jetzt? Monster Moves. Hat jetzt ein Level abgebracht? Keine Ahnung. Hi. Bitteschön. Nichts zu danken. Ja, ja, tschüss. Okay, jetzt schauen wir mal hier weiter. Da ist noch eine Feder. Chocolate Feather. Diese Jungro-Familie wird noch viel glücklichere Tage erleben. Ja, okay, das ist ein bisschen buggy. Jetzt verstehe ich, was sie mit buggy meinen. Oh, was bist du? Was bist du? Sully-Skipper. Das haben wir noch nicht. Drangus. Ich hoffe... Oh, fuck. Daumen habe ich aus Versehen gedrückt. Ich wollte nur Kopfstoß benutzen. Perfekt. Wenn wir direkt versuchen zu fangen. Fakt. Ah, wir haben nicht mehr so viel, ne? Wir müssen mal nachkaufen. Wir müssen unbedingt nachkaufen. Ich kann auch irgendwann versuchen, das Vieh am See zu fangen. Wird zwar schwer, aber wir können es versuchen. Weil es war halt ein starkes Monster. Und hier geht's in den Wald, ich sehe es schon. Okay, wir gehen direkt dahin. Was stand da noch gerade? Ich guck mal kurz im Stream. Windprovinz. Oh. Geister? Oder was da gerade vorbeigesprintet? So, da geht's weiter. Und hier ist etwas. Ist hier Celebi? So, hier geht's rein. Oh. Nein, Papa befindet sich noch, noch tiefer im Wald. Achso, ja, okay. Da geht's anscheinend raus. Nimm. Dann gehen wir mal hier durch, ne? Die Musik mag ich sogar. Oh, was ist das? Komm schon da hin? Ohne dass es verschwindet? Oh, warte, ich hab dich gar nicht gesehen, Bruder. Ich hab nach oben die ganze Zeit geguckt. Tedon! Level 5 und kopflos. Bup. Tschüss. Sehr gut. Jetzt ist es weg dort, ne? Scheiße. Kann aber hier lang. Ob das uns was bringt? Nö, wir sind zurückgelaufen. So. Dann zack. Nein, eigentlich kämpfen wir es erstmal nicht. Wir suchen nach unserem Papa. Papo. So, da geht's runter, aber hier geht's auch ein bisschen rein. Aber hier scheint nichts zu sein. Okay. Da, dich will ich haben. Obwohl, haben? Will ich dich haben?
Krisa, weil wir haben schon so viel zu empfangen. Ah, super packt. Sehr gut. Ich werde mal sehr viel nachkaufen. So, und los. Tiefer Wald. Ich speichere mal schnell, bevor irgendwas passiert irgendwie. Ich bin schon ein bisschen traumatisiert von dem ganzen Spiel abstürzen. So, sicher ist sicher. Hier runter. Da geht's jetzt hoch. Da sind zwei interessante Monster. Können wir da lang? Irgendwie? Bleib stehen. Ja, bleib stehen. Ich will gucken, was du bist. Jungro. Sonnenblumen-Wombat. Ne, Flucht. Ist ein Level 50er. Hatte aber gar nicht so viel HP, oder? Da stand irgendwie nur 1000 irgendwas. Oh, hallo. Vetol. Auch 50? 47. Hat ich nur so wenig Leben? Warte, ich guck mal kurz. Was passiert, wenn wir so wechseln? Ja, lieber nicht. Wir fliehen. Wir müssen aufpassen, wir haben keine Chance. Fliehen. Alter, was sind das denn für Monster hier? Ich wollte nur testen, ob es so funktioniert. Nö, auf einmal Bomb. Tschüss. Gut, wir fangen hier erstmal nichts mehr. Da geht's runter. Oh, jetzt bin ich gespannt, was bist du? Du siehst gefährlich aus, aber ich will dich nur sehen. Boah, Tanurok. Der Tanurok. 42, ne, Flucht. Aber wir merken uns, hier gibt es ein. Im Wald gibt es hier einige Dinge, die man fangen kann. Huch. Okay, ich bin jetzt hier. Anscheinend. Hä? Wurde ich rausgeschmissen? Warte. Da geht's anscheinend durch, okay. Und jetzt? Ich bin verwirrt. Hallo, was bist du? Guanox. Level 4. Komm, fangen wir mal. So. Hoffentlich kommen wir zu einer Stadt, wo wir sehr viele Pakete kaufen können. So, da ist noch ein Ball. Oder? Hallo? Ne, können wir nicht fangen. Oh, einsam. Okay, hallo. Na, wie wäre es mit einem Duell? Nein. Da ist noch eins, aber ich kann jetzt nichts mehr fangen. Was bist du? Wieder ein Bornox, aber du hast eine andere Farbe. Ach, Bornox, okay. Dann kopflos, tschüss. Ich glaube, sehr viel HP, ne? Aber bringt ihn rein gar nichts, weil er sofort weg ist. So, ist der Vater hier? Wir gucken mal nach. Und wieder ein Bornox, ne? Oh, hallo, was bist du? Ein Chamäleon? Lumo. Na, Flugwunsch. Flabebe, hallo Minako, ja Flabebe. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ich stimme dir zu. Verschauen. So, bam, wer gesagt. Ja, überprüfen. Waghalsigkeit, okay. Sehr gut. So, ist eventuell hier in der Stadt, der Vater. Oder in der Mitte ist doch ein Berg. Da oben war eine Stadt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wie die Aufmachung dieses Spiels ist. Wie weit können wir jetzt in den Norden? Ein paar Glitche.
Rechts ist eine Stadt. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt richtig sind. Bin ich ganz ehrlich. Den Emoji benutze ich auch oft. Aber hi, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? So. Jetzt gucken wir mal. Oh, hier geht's rein. Sumpfprovinz. Reich der Milde. Kann ich hier heilen? Nein. Ich will nicht mit dir aufnehmen. Ich will mich nur heilen. Und den Norden der Stadt hast du noch nicht gesichert. Ich weiß, dass du diesen Job noch nicht lange machst, aber mal ernsthaft. Hey, du da! Das Schloss ist abgeriegelt. Benimm dich, wenn du nicht mit einem Tritt aus der Stadt befördert werden willst. Entschuldigung. Da, heil mich. Nicole, die Gemahlin des Königs, ist so reizend. Bei jeder Gelegenheit gedenkt sie der im Krieg Gefallenen. Es muss sie schwer belasten, das an der Seite ihres Ehegatten über die Stadt zu herrschen, in der einst der Krieg begann. Okay. Hier ist eine Mechaniker anscheinend oder sowas ähnliches. Gibt es denn keine Stelle, wo ich mich heilen kann? Gibt es denn keine Person, die mich hier heilt? Naja, ich kaufe jetzt jedenfalls in diesem Laden. Ein paar Akte. So, 20 Stück sollten reichen. So, und ich kann mich aber nicht... Ach doch, da, heilen, heil. Ja gut, dankeschön. Jetzt müssen wir zurück. Hier ist es, hier geht es anscheinend nicht weiter. Wir sind anscheinend falsch gelaufen. Was doof ist. Weil gerade hat der gemeckert, dass wir hier raus wollen. Jetzt gehen wir, jetzt können wir raus und da meckert der nicht. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Jetzt muss ich noch die Stelle finden, wo ich rein konnte. Bisschen links, ne? Gleich. Boah, wir sind schon links. Da. Warte, wir kämpfen gegen dich. Amphibian. Oder Amphibian. Kopfschuss. Noch einen Kopfschuss und dann fange ich das. Oh, Infektion. Und noch ein Kopfschuss. Bam. Jetzt gehörst du mir, du. Ja. Komm. Packt. Sehr schön. Man muss irgendwann mal alle trainieren oder so. Sehr gut. Einen Moment. So, weiter geht's. Ging's hier rein? Oder wo war das? Da ist ein Eingang zu einer Höhle. Oder was hier? Hier ist natürlich die Stelle finden, wo ich gerade reingekommen bin, ne? Okay, das ist jetzt natürlich ungünstig für mich. Hier muss doch gewesen sein, oder? Ja. Gut, dann haben wir das schon mal. Aber jetzt will ich mal gucken, ob ich da rein kann. Kann ich auch. Oder? Nein. Irgendwie muss ich da durch irgendwann. Naja, egal, wir gehen jetzt wieder in den Wald. Und suchen nach unserem Pfarrer. So. Wo ist er? Hier zu finden wird eine Herausforderung. Oh wow. Welches Level hast du? 3 Millionen? Verlor. Und 44. Ja, na dann. Tschüssikowski. Keine Chance. Nicht mal Chance zu fangen. So. Wo können wir hin? Wo könnte sich in der Vater versteckt haben? Wir gehen jetzt den ganzen Weg gerade zurück, ne? Aber hier geht's lang. Obwohl, jetzt sind wir nicht sogar hier hingekommen. Hier ist auch der tiefere Wald jetzt.
So. Oder bin ich vielleicht doch zu tief? Man weiß ja bei dem Spiel nie, ne? So. Warte, geht's da hoch? Hm. So. Nee, hier geht's nicht lang. Okay. Hier vielleicht? Auch nicht. Wo könnte der Vater sich verstecken? Ungünstig, dass das Monster jetzt dort ist. Naja, ist ja nicht so schlimm. Da können wir einfach flüchten. Glossum. Alter, was für Biester hier sind. Einfach durch. Okay, und jetzt? Das Spiel ist echt unübersichtlich. Ich verstehe jetzt, warum das ein bisschen kritisiert wird. Hm, warte mal kurz, bevor ich allzu lange suche. Guck mir mal im Guide. So. Der ist im Wald. Hä? Habe ich ja gerade einen Bug? Weil genau dort war ich gerade, wo er war. Ist das ein Bug? Oh, ich verstehe jetzt. Oh, okay. Ist eventuell ein Bug. Wir gehen mal den ganzen Weg zurück, okay? Nur um zu gucken, weil wir hatten ja... Wir haben ja am Anfang den Geist gesehen. Und dann scheint es ja kurzzeitig dem Geist hinterhergerannt. Und dann, ja. Gucken wir mal, wir laufen mal komplett zurück. So. Hier geht's nicht lang, okay, scheiße. Ups, nein. Ich hab den Überblick verloren, aber nicht so wild. Hm. Hier kamen wir gerade eben an. Wir müssen irgendwie anders weiter. So. Haben wir nicht hier durch sogar? Ja doch, sorry. Ich hab's einfach übersehen. Genau hier war der Vater eigentlich. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, warum der jetzt hier nicht erscheint. Deswegen gehen wir mal hier und machen das nochmal. Gehen wir erstmal zu diesem Teich hier rechts. Gehen wir da durch eigentlich? Ne. Schauen wir mal, wie das jetzt wird. So. Von unten, ne? Da! Dem Geist folgen, genau. So. Okay. Okay, jetzt gehen wir zurück. Dass man das auch so machen muss, ist ein bisschen doof, ey. So. Das hätte man sich anders überlegen können, ey, jetzt mal ernsthaft. Dass man den Geist hier, dass man jetzt abhängig von der Interaktion ist. Da, guck. Was macht der Vater jetzt? Hilf mir! Hat er jetzt die Maske aufgetragen? Oh. 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 Ist das nicht sogar ein Monster, was wir gerade eben gesehen haben? Wer ist der Wetter? Kiefer raus. Bitte nicht zu hoch. Falsches Kind. Drangus. 25. Es übertreiben die auch langsam mit dem Scheiß hier, ne?
Tot. Mach mir mal einen Angriff. Ein Schaden. Und der One-Shot jetzt aber alles bei uns. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich hab doch keine Chance. Wechsel. Obwohl, warte mal. Ja, blocken, ne? Reicht nicht. Hast du eigentlich vergiften? Nee. Eins. Scheiße. Wer hatte denn vergiftet? Du warst, ne? Mit dem Vergiften. Oder auch nicht, ne? Was? Ach, da, Giftschwanz. Ups, da hab ich's. Aber wir verlieren das leider. Aber nicht so wild, Giftschwanz. Infektion, sehr gut. Aber der One-Shot halt alles, ne? So, wie viel Schaden macht jetzt Infektion? Sehr gut. Infektion ist halt so stark, wenn man... Der Block? Aber trotzdem One-Shot, Alter. Okay, wir haben nicht mehr... Wir haben nur noch eins, ne? Ja. Das ist jetzt ungünstig. Wir haben jetzt nur noch eins. Oh, ich kann es mal gleich mit einem Super... mit einem Pakt probieren. Normaler Pakt. Lehnt natürlich ab. Ja, und tot. Alter. Okay, von Anfang an direkt Infektionen reinballern. Oh, das war gewollt. Natürlich war es nicht gewollt. Hm. Ich weiß nicht, wo wir hingepackt wurden. Aber wir wurden irgendwo hingepackt. Warte, die Kinder draußen. So, wo wurden die Wurchen hingepackt? Ich muss doch zum Steg. Ich brauche unbedingt Infektion am Anfang. Ich wünschte, man könnte auch direkt neu laden. Damit man nicht den ganzen Scheiß nochmal machen muss. Jetzt muss ich den Weg wieder dahin finden, wisst ihr? Das ist ein cooles Monster da. Hm. Ärgerlich. So, oh. Ach ja, die Höhle. Aber warte, was? Bin ich doof? Bin ich eigentlich doof? Ich gehe auch einfach jetzt in die Stadt und dann fliege ich dahin. Viel einfacher. Anstatt jetzt den ganzen Weg dahin zu finden. Das ist echt doof gemacht vom Spiel. Jetzt kommen auch langsam ein bisschen die Schwächen des Spiels hervor. Oh, wir sind in Kreuzlingen. Aber müssen wir jetzt hier links? Weil wir müssen ja eigentlich zum Steg. Na, okay, das kriegen wir jetzt nicht. Anscheinend. So, roter Steg. Wo war denn mal der rote Steg? Bin ich zu weit nach oben gelaufen? Auf dem Weg zu Kreuzlingen war es. Nicht in Kreuzlingen selbst. Also, das heißt, ich müsste zurück. Vom Kreuzlingen aus. Wir gehen einfach mal wieder ins Anfangsgebiet. Und laufen den Weg dort wieder durch. So, hier hin. Mühlingen. War das hier? Das wäre zwar eine Stadt, aber ich weiß nicht, ob es von hier aus geht. Scheiße, ich hätte eigentlich ins Dorf gehen sollen, nicht nach Mühlingen. Warte, nee. Wir fahren wieder, fliegen zurück zu unserem Dorf. So. Da. Fliegen. Und zwar hierhin. Na.
Nein, nicht unbedingt dein Hof, genau. So, und dann hier durch. Sorry, König, ich hab aufs Maul kassiert. So, und dann hier. Genau, und dann müsste jetzt gleich ein Steg hier oben sein. Ja. Sehr gut. So, jetzt haben wir es. Aber wie soll man es denn bitte gewinnen ohne Infektion? Jetzt mal ernsthaft. Das Spiel basiert ja nur auf Infektion. Na, Moment. So, los geht's. Ne, hier waren wir schon. Und dann den Weg hier zurück. Was? Ich hab den noch gar nicht berührt, okay. Tee down. Nein. Bloch. So, ich speichere mal gleich vor dem Vater. Und dann gucken wir. Da ist das Monster. Hoffentlich krieg ich's gefangen. Da. Speichern. So, dann wechseln wir mal zu diesem Boy hier und hoffen, dass er direkt vergiftet. Hilf mir! Ja. Ach, er grinst. Das ist keine Maske. Er grinst einfach oder lacht einfach nur. Sah halt aus wie so eine Maske. Naja. Moment. So. Jetzt hoffen wir mal, dass du direkt vergiftest. Jawohl, Infektion. Und tot. Es ist so krass, ne? So. Den greife ich jetzt die ganze Zeit an. So, Angriff. Waghalsigkeit. Naja, bringt nichts, wenn wir one-shotten werden. Das Spiel ist halt nicht gut gebalanced, müssen wir ehrlich sein. So, aber wir machen ordentlichen Schaden. Boom. Sehr gut. Ein Schaden. Und tot. So, jetzt kriegst du wieder Schaden. Vom Gift. Ja, nicht mehr so viel, ne? Wird immer und immer weniger. Ja, hat gar keinen Schaden gemacht. Scheiße. Hat nicht mehr so viel, ne? Komm schon. Sehr gut, im roten Bereich schon mal. Einen Angriff wage ich, ne? Obwohl, weißt du was? Wir wagen mal einen Pakt. Einen super Pakt. Ja, perfekt, haben es geschafft. Lel. Wir haben jetzt ein starkes Monster. Ich habe vorhin ein Monster zum Hof geschickt. Sehr schön. Der gehört jetzt uns. Isaac, ich bin so froh, dass dir nichts fehlt. Wir hatten riesige Angst um dich, Schatz. Aha, da macht man sich Sorgen, weil der eigene Sohn mit gefährlichen Bestien ringt und sitzt am Ende selbst in der Patsche. Hallo, danke, dass du mich wohlbehalten nach Hause gebracht hast. Und was für eine Überraschung, dass mein alter Freund Tanner ebenfalls hier ist. Ich bin froh, dass ich gerade jetzt hergekommen bin. Wir hatten uns viel zu lange nicht gesehen, Mann. Das Königssee hat so seine Vorzüge, aber angesichts der Politik und Rahmen wünschte ich, ich könnte öfter mal die Beine lang machen. Da kam mir die Idee, dich endlich mal wieder zu besuchen. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ich habe auf dem Hof geschuffelt und mein Sohn scheut keine Mühe, um Monsterzähmer zu werden. Sein Monster macht schon einen deutlich stärkeren Eindruck als bei seiner Abreise. Dein Sohn hat eine Menge Potenzial, Isaac. Mhm. Moment.
Aber mir ist aufgefallen, dass er überraschend wenig über die Geschichte unserer Nation weiß. Ja. Es war eine schreckliche Zeit. Das weißt du, Tenna. Ich wollte ihn nicht damit belassen, ehe er alt genug ist. Er ist alt genug für einen Monster, aber zu jung, um etwas über den Krieg zu erfahren? Das scheint mir nicht fair. Er hat schon eine Menge gelernt. Erst letzte Woche hat er ganz alleine die Pläne eines hinterhältigen Geschäftsmanns in Mühlingen durchkreuzt. Ich weiß, wie wichtig hier, Herr... Ach, wie wichtig ihr... Warte, was? Wie wichtig, Herr? Wie wichtig er dir ist und dass du ihm... Ich weiß, wie wichtig sie dir ist und dass du ihn beschützen willst. Aber man hält seine Kinder schnell für jünger, als sie eigentlich sind. Ich glaube, Tolo steht eine große Zukunft bevor und ich will ihn auf dem Weg unterstützen. Warte. Will mir was nachgucken. Okay, ich überprüfe halt immer wieder, ob der Sound noch funktioniert. So. Ich glaube, Tolo steht eine große Zukunft bevor und ich will ihn auf dem Weg unterstützen. Wenn ich das kann. Ich habe mit Meryl gesprochen. Wenn du es erlaubst, errichtet sie auf dem Hof eine Monsterzuchtanlage. Um euch beim Monsterzähmen zu unterstützen. Danke für die Gastfreundschaft. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen, aber ich bin davon überzeugt, dass Tolo eines Tages zum Stern deiner Generation wird. So wie einst du, Isaac. Nimm dieses Schreiben, damit sollst du ins Schloss des Königreichs des Mitgefühls gelangen. Unterwegs stößt du bestimmt auf ein paar interessante Monster. Du gelangst dorthin, indem du die Straße östlich von Kreuzlingen nimmst. Sie führt durch die Eisprovinz und dann über den Unterholzpass. Viel Glück. Okay. Okay. Sind die gerade alle geheilt? Ja. Ich würde mal gerne versuchen, das eine Monster zu fangen. Wo war das jetzt? Warte mal. Wir bleiben beim Hof. Und versuchen mal, ihn wieder zu finden. Wir hatten ja diese eine Seeschlange gesehen, die Level 20 war, falls ihr euch erinnert, ne? Muss nur gucken, wo genau es war. Gucken wir mal ganz schnell. Hier war es nicht. Warte. Vielleicht bin ich ein bisschen falsch gerade. Vielleicht oben lang. So. Wir gucken mal, ja? Vielleicht war es ja irgendwo hier. Du kommst aber zum Kreuzlingen hier, ne? Okay, hier geht's noch nicht lang. Oder sind. Ne, wir sind gerade über Kreuzlingen. Da ist was. Stellt 80 KP her, sehr gut. Hier noch nicht. Wo war es, Vieh? Mühlingen, scheiße, da wollte ich jetzt nicht hin. War es hier? Ja, hier war die Höhle. Warte, ich guck mal kurz, ob ich es noch finden kann bei mir. Einen Moment. Ich weiß, dass es der erste Teil war. Also der erste Stream. Deswegen einen Moment bitte. So. Gucken wir mal. War er hier? Warte. Ich will nur gucken. Da. Aber wo genau ist er? Ah, wir müssen nach unten. Nach unten anscheinend. Einen Moment. Der ist anscheinend weiter unten gewesen. Also hier irgendwo im... Ups.
Nö, Flo. Obwohl, greifen wir mal. Greifen wir an, ne? So. Will ein bisschen leveln. So. Der war hier irgendwo links unten. Nicht hier, sondern vielleicht hier lang? Ich weiß nicht mehr. Ich habe nur gerade gesehen, wo auf der Karte wir ungefähr standen. Upsala. Warte, ich guck mal nochmal nach. Ich zieh mal kurz das Video rüber. So, und dann gucken wir mal, wo ungefähr das war. Okay, warte, wir besiegen das ja erstmal. Und tschüss. Und dann gucken wir mal, ob wir da hinkommen. So, sehr gut. Level up? Nein. Ich flieg nochmal zurück zu Mühlingen, falls ich kann. Nein, nicht Mühlingen, sondern Hof. Genau. Und dann gucken wir mal, ob wir es schon fangen können. Ich muss aber nur gucken, was hier unten. Weil den ganzen Weg jetzt folgen wird dauern, deswegen guck ich mal, wie ich das mache. So. War es hier? Ich bin mir nicht sicher. Nee, natürlich nicht. Upsie Daisy. Hier? Ich glaube hier, ne? Da. Speichern. Bitte. Nicht sterben. Rar. Gucken wir mal, ob wir ihn direkt vergiften können. Ja, Croissant. Ich kann es nicht aussprechen. Finstere Schlange. So, komm bitte. Vergiften. Level 30, aber bitte vergifte ihn. Scheiße. So schnell konnte ich mir mal agieren. Na gut. Können wir flüchten? Nö, können wir nicht. Okay. Dafür sind wir noch zu niedrig anscheinend. Warte mal kurz. Ich beende mal das Spiel, so. Und dann, bevor wir jetzt die ganze Zeit da kämpfen, dauert halt zu lange am besten. Okay. Wir machen das dann beim nächsten Mal am besten, ne? Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend nochmal wieder oder so, ne? Ciao, ciao.